Es läuft, ja? Ja. Okay, also, mein Name ist Eso Herquist und eigentlich bin ich kein Musiker. Ja? Und wir sind hier gerade im Tonstudio bei Hannes und Tom und wir produzieren unsere neue Platte. Das Dumme ist, die zwei sind so gut, das kostet unendlich viel Geld. War kein Problem, wir hatten gespart, bei Konzerten immer so eine Sammeldose rumgegeben, bis wir auf die Idee gekommen sind, dieses Geld Kalle zu geben und darauf aufzupassen. Nun gut, Kalle ist mit dem Geld in die Stadt gefahren und einen Kasten Bier gekauft. Aber es ist leider nicht bei dem einen geblieben, weil erst ab 100 Kästen gibt das einen Spezialartikel dazu. Den hat er natürlich jetzt abgestaubt. Ein rot-weiß gestreiften Bademantel. Danke dafür, Kalle. Ja, und jetzt sitzen wir hier in dem Studio. Tom und Hannes mischen wie die Weltmeister. Und wir kriegen so ein bisschen Arsch auf Grundeis, weil, scheiße, wir müssen das irgendwann bezahlen. Ha! Was machen wir? Als Ausdruck von meiner innersten Verzweiflung werde ich nun den Kopf mit diesem Klopapier einwickeln und dann diese Banane essen. Anders! Pankrock, Pankrock, wie man laut, reingeklatt und durchgekauft, bis die Schicke raus auskauft. Hey, go, das klappt nicht. Also es ist wichtig, dass das irgendwie... Es ist Ausdruck von endloser Verzweiflung, ja? Also, ich hoffe, die Verzweiflung kommt gut rüber. Machst du es auch? Leon, du könntest mir vielleicht mal kurz helfen, dann... Machst du das irgendwie? Ich habe versucht, mir den Kopf zu mumifizieren. Ich werde jetzt nur die Banane essen. Leon, willst du auch ein Stück Banane? Oder willst du lieber einen Keks essen? Lieber einen Keks. Ach, wir müssen eh sanieren. Lieber einen Keks? Dann kannst du einfach einen Keks nehmen. Liebe Leute, wir brauchen dringend ein bisschen Geld. Ich würde eine ganz großartige Platte, aber... Nur von Bananen allein wird der Affe nicht glücklich. Na?